Und herzlich willkommen in der nächsten und weiteren Folge von The Forest. Sekunde. Wir werden uns jetzt hier eine kleine Falle überlegen, beziehungsweise bauen. Nicht überlegen, sondern bauen. Für die kleinen Wichser. Ich gehe mir nebenbei Mauer. So, das Ding ist weg. So, dann zeige ich euch jetzt, wie man Sachen zusammenglitscht. Ich habe das per Zufall mit jemandem entdeckt. Das sah so verdammt gut aus. Leibling ist sauer. Komm her, du kleiner Lutscher, Digga. Was willst denn du eigentlich, hä? Kommt er mit seiner Freundin angetanzt und glaubt, er ist der King, Digga. Was ein Pfosten. So. Das kann man so lassen. Aber der Baum muss davon auch weg. Der muss auch weg. Warum ich die Bäume wegfälle, fragt ihr euch. Nun ja. Überblick. Seht ihr das? Und ich breche den Baum. Das ist so bescheuert. Der muss auch noch weg. Sonst habe ich guten Überblick. Von hier viel mehr. Sicher, jetzt sehe ich auch viel mehr. Weil ich viel mehr reinsehen tue.
Komm, geh doch weg, Alter. Wie soll der denn gewachsen sein, Digga? Ja, so bescheuert. Noch einen. Den hier. Den hier auch noch. Glaube, Achtung, Baumfeld trifft es nicht so ganz hier. Ich befürchte leider, dass es den Klimakleber nicht so gefällt, was ich gerade so mache. Na kommt schon. Bin hier auch. Den hier auch. Das echte Häuptling? Ja, ich habe den Häuptling kalt gemacht. Ah, ich habe den Häuptling viel früher kalt gemacht. Dann kamen die angeschissen. Wenn man den Häuptling tötet, dann kommen sie zu fünf. Dann kommt der restliche Clan, um sich zu rächen, egal wie viele es sind. Okay. Hier vorne. Schon, komm schon. Davonlaufen, ja. Scheiße, war das schnell. Jetzt habe ich Mauern mit Erdbeergeschmack. Ja, da hinten ist wieder einer. Ja, die werden echt schneller jetzt gespawnt mittlerweile. Nicht nur schneller, sondern auch stark. Jeder Stamm hat sein eigenes Aussehen. Des Weiteren sagt mir auch das Aussehen. Jedes Mal, was das für ein Kerl ist. Wie stark der ist. Die Weißen stehen zum Beispiel über den normalen. Das ist auch ein Stamm, der stark ist.
muss die Leiche unbedingt verbrennen. Seht ihr diese Tusse hier? Hier gibt es in drei Formen. Einmal mit Anzug, einmal nackt, richtig nackt. Und einmal in diesem Anfangsstadion. Das ist der dritte Stadion von der. Das heißt, das ist einer der stärkeren, aufgelevelten. So. Hier. So. Ja, anscheinend ein bisschen zu weit, hm? So. Damit können die nämlich genau hier rein, okay? Schlecht, das ist nicht schlecht gemacht. So, richtig in die Wand backen. Perfekt. So. Diese Wand hier wird einmal mit Knochen und Stecken versehen. Einmal Stock und dann nochmal Stock. Damit das drüber ist, über den hier. Damit er genau einen drüber hat. Vielleicht bauen wir nochmal einen drüber. Hier bauen wir erstmal eine Tür. Als ich doch reinfallen sollte, damit ich rauskomme. Okay. Okay. Dann. Ich glaube, das reicht hier nicht. Die müssen sich richtig fühlen, als würden sie reinkommen. Okay. Als ob hier ein Hase ist, Digga. Hör doch zu, Junge, Mann.
So eine Scheiße. So, das ist gut hier. Dann brauche ich hier noch eine eigene Treppe. Hier. Sie müssen sich richtig fühlen. Oh, jetzt sind wir in der Base. Uhaha. So ungefähr, okay? So. Da kam der Häuptling. Ich glaube. Ich glaube, diese drei Stadion-Tosse. Ist einmal Tochter, Mutter und Teenagerin Tochter. Also habe ich jedenfalls. Weil die unterschiedlich stark sind auch. So. Und jetzt können wir anfangen zu bauen. Jetzt muss ich natürlich auch einen Weg rausbauen. Das reicht nicht nur, wenn ich mich jetzt hier gefangen nehme. Und das mache ich auch gleich. Ich brauche noch einen Weg raus. Ich würde sagen, ich baue hier einen Turm. Der geht hoch. Mit einer Seilschnur dahinter. Runterrutschen und reinrutschen. Ja, das ist es, ja. Okay. Das sollte es gewesen sein.
Kletterseil Nummer 1, Kletterseil Nummer 2, drei und jetzt noch das eine. Okay. Ja, von hier kann ich perfekt den da hoch drücken. Hoppla, da ist er aber ganz runter. Ich müsste übers Wasser rein. Weil das Tor zu ist. Kann ich sterben, wenn ich da runterfalle? Ich wenigstens was sehen würde hier. Okay, ich bin aber schon mal aus dem Wasser raus. Ah, und die Sonne geht auf. Was eine Logik. Nee, hier ist super.
Ach nee. Och, Digga. Von hier oben sterbe ich, ne? Und nicht, wenn ich ins Meer springe. Kann ich den Mist noch mal neu machen? Darauf bloß nicht wieder L2 drücken. Ah. Scheiß Energie, Mann. Okay. Yes. So, warte mal. Und von hier ist ein zweiter darunter. Okay, wie komme ich jetzt wieder runter? Shit. Ah, hier. Ja, gut. Der Sprung. Und zwar, ja, ach, der dreht sich gar nicht, jetzt stehe ich. Genau, warte mal. Ah, jetzt sehe ich das Seil da oben. Und so weiter ich bin, umso mehr habe ich nach oben Winkel. Warte mal. Du sollst über die verkackte Mauer springen. Boah, Schreck halt noch. Scheiße.
Das ist super jetzt. Ha! So, damit habe ich jetzt zwei rein und raus. Als nächstes machen wir jetzt erstmal einen Cut in der Folge. Und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.